7000 Weinstöcke auf 2 Hektar steil im Südhang. Das hier ist nicht die Toskana, sondern das Atschenbachtal bei Schlüsselberg. Seit einigen Jahren baut Armin Kienesberger hier verschiedene Weinsorten an. Das war eine Bauchentscheidung. Eine innere Stimme ist laut geworden und hat zu mir gesagt, du musst in die Landwirtschaft gehen. Der Drang nach einem Lebensmittel zu erzeugen, ist einfach da gewesen und es ist dann in dem Fall Wein geworden. Und ja, Weinbau ist ja nicht in der Toskana ein Thema. Ist ja in ganz Österreich, es ist halt für Oberösterreich eher untypisch. Das liegt vor allem am Klima in dieser Region. Umso mehr ist der Weinbau hier mit viel Arbeit verbunden. Große Herausforderung ist der viele Niederschlag, den wir speziell heuer und auch letzten Jahr gehabt haben. Das ist halt im Weinbau nicht einfach, weil es halt doch, speziell im biologischen Weinbau, so wie es wir machen, weil es halt doch die Gefahr von Pilzkrankheiten birgt. Die viele händische Arbeit ist vor allem der Philosophie bei Casa Amore geschuldet. Ja, bei dem Arbeitsschritt schauen wir nur, dass das Ganze ganz locker aufgebaut ist, dass die Trauben locker da hängen, dass sie sich gegenseitig nicht zu sehr berühren, damit man einfach die Möglichkeit schaffen, dass wenn es regnet, dass das schnell wieder abtrocknet. Das ist ja halt ganz wichtig, dass die Blattnässe bzw. die Traubennässe nicht zu lang anhält, dass nicht die ganze Nacht das nass ist, sondern dass nach einem Regen gleich wieder das Ganze abtrocknet. Die reiße dann da gleich raus, damit es schön belüftet ist, damit die Sonne dazu kann, damit eine schnelle Abtrocknung stattfindet nach dem Regen und damit man das Ganze ohne synthetischen Spritzmitteln und anderen Giften auf die Reihe bringen, dass wir eine gute Ernte kriegen. Produziert wird nach strengen Regeln des Anbauverbandes Demeter. Es geht nicht darum, den maximalen Ertrag zu haben, sondern es geht darum, dass man Lebensmittel erzeugt, die lebendig sind, die uns nähren, die zufrieden machen. Das erreicht man indem, dass man möglichst wenig Maschineneinsatz hat und dass man einen in sich geschlossenen Betrieb schafft, der sich selbst stützt bzw. nichts von außen braucht. Also eben der Dünger vom Esel kommt wieder im Weingarten und unser Pflanzenschutz, also sprich die Pflanzenstärkung, passiert bei uns nicht aus Kräutertees, die im eigenen Weingarten wachsen. Ohne Leidenschaft, ohne dem Streben, da wirklich eine gute Qualität herauszubringen, macht das Ganze keinen Sinn. Und der Mehraufwand, den man da hat, den muss man schon irgendwo. Das ist schon eine ehrenamtliche Geschichte auch nebenbei ein bisschen. Also das kann man nicht wirtschaftlich sehen, rein wirtschaftlich sehen oder soll man vielleicht nicht. Ich glaube, das ist aber auch ein Mitgrund für den Erfolg, den wir jetzt haben, dass die Herangehensweise diejenige war, dass wir ein qualitativ hochwertiges Produkt schaffen und dann wird schon wer kaufen. Und nicht umgekehrt, dass man sich ein Produkt versucht, wohin zu trimmen, was halt gerade Trend ist oder nach dem gefragt wird. Sehr viel muss bei den Anbauregeln beachtet werden, um schlussendlich biodynamischen Wein keltern zu können. Man sagt, bei einem Demeter-Landwirt ist der Boden die Schatzkiste. Das sind Sachen, die man nicht sieht, die da drinnen vorgehen. Das sind viele Mikroorganismen, Kleinstlebewesen, die dafür sorgen, dass der Boden einfach locker aufgebaut ist. Der ist durchwurzelt. Es ist ein speicherfähiger Boden. Also bei Starkregen nimmt er schnell was auf und kann das aber auch speichern, um später wieder zur Verfügung zu stellen. Neben dem Boden spielt auch das Wasser eine große Rolle. Und das ist wiederum mit viel kräftezehrender Handarbeit verbunden. Da gibt es das Bergkristallpräparat, also Hornkiesel nennt man das. Das ist ein zermahlener Bergkristall. Der wird in Wasser, in Regenwasser, eine Stunde lang dynamisiert. Das Präparat wird dann mit einer Rückenspritze 3 Tage hintereinander zum Morgenaufgang auf die Blattmasse aufgetragen und soll die Sonnenkräfte in der Zeit, wo die Sonnenenergie grundsätzlich schon nachlässt, wieder stärken. Alles in allem ein immenser Aufwand für einen Wein, der nach Überzeugung vieler etwas ganz Besonderes ist. Er trinkt sich auf jeden Fall besser, finde ich. Er ist bekömmlicher, also man kann mehr davon trinken, ohne dass man ein Problem hat. Also natürlich ist Alkohol drin und ab einer gewissen Menge ist am nächsten Tag schon schwierig. Aber grundsätzlich sind die Weine viel angenehmer, haben mehr Trinkfluss und sind auch leichter zum Kombinieren mit Speisen. Gelernt hat Kienesberger eigentlich das Handwerk des Steinmetzes, bis er die Liebe zur biologischen Lebensmittelerzeugung und dann speziell zum Wein gefunden hat. Ich habe in Krems die Weinbauschule gemacht, also zuerst einmal Facharbeiter in einer Obenschule und dann anschließend noch in 5 Jahren, also einen modulartig aufgebauten Weinbau- und Kellermeister.
Im Übrigen als erster Oberösterreicher überhaupt. Und als solcher Weinexot erlangte der Schlüsselberger dann noch eine besondere Ehrung. In dem Buch sind nur 230 Weingüter aufgenommen. Das war schon ein großer Erfolg. Neben großen Namen wie Triebaumer oder Emmerich Knoll oder Karl Schnabel sind wir zur Entdeckung des Jahres 2020 gekürt worden. Steht bei so viel Erfolg dann schon bald eine Vergrößerung des Betriebes an? Im Moment noch nicht, weil ich einfach das gut finde an unserer Geschichte, dass ich jeden Handschritt selber machen kann. Also ich bin das Mädchen für alles, vom Erntehelfer bis zum Kellermeister, bis zum Marketingmenschen, bis zur Sekretärin, ist alles in einer Person. Und das macht, finde ich, das Ganze auch wieder so spannend. Die Leute, die die Meter Landwirte sind, die machen das einfach aus vollster Überzeugung, aus innerster Verrücktheit und nicht aus irgendeinem wirtschaftlichen Gedanken. Und funktioniert aber dann auch ganz gut. Okay.